Hi, willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen heute GTA Online Roleplay zusammen mit den Livestreamen. Hier ist der epische Chat. Habt ihr Bock auf dieses Projekt? Ich auch nicht. Aber ich habe diese Maske und dann werde ich mich aussetzen und Schlüssel stellen und einfach schlechten Content produzieren. Das kennt ihr von mir. Also, GTA, ich habe ein bisschen schon gespielt. Also, das ist jetzt ein neuer Account. Ein bisschen, dass ich nicht ganz aufgeschmissen bin. Ich will basically damit anfangen. Also, das Ziel ist es übrigens, Polizist zu werden. Das ist das Ziel. Ja, das gibt es auf Anker-Kanal, ihr wisst Bescheid. Das Ziel ist es, dass ich Polizist werde und wir helfen sich Beamte und so. Aber, mein Plan ist es erstmal, Leute. Wir können übrigens einen Bankraub hier begehen. Das könnten wir auch eigentlich direkt machen gleich. Ich weiß nicht, wie basic, ich weiß nur grob, wie es funktioniert. Ich habe mich ein bisschen mit den Leuten unterhalten. Und ja, ich heiße. Warte mal, wie zeige ich meinen Personalausweis? Nee, das ist mein Handy, das ist WhatsApp. Cool, ich habe WhatsApp, ich habe keine Freunde. Ah, das ist ganz traurig. Hab ich irgendwelche Kontakte? Ich würde das ja blenden. Holy shit, für diesen Riesenhaufen Kontakten. Warte, warte mal, wo kann ich meinen Personalausweis zeigen? Weil ihr werdet impressed sein. Nee, das sind die. Hallo? Warte. So, ja, ich habe Emotes, Leute, ich habe Emotes. Pass auf, das habe ich schon. Und ja, jetzt, Leute, hä? Jetzt, für den Beat. Für den Beat, warte. Ich habe keine gute Tanzmusik, aber. Nee, warte, das ist eine gute Tanzmusik. Haltet euch die Ohren zu, Leute. Haltet euch einfach die Ohren zu. Das ist eine epische Tanzmusik, Digga. Geile Musik, oder? Habt ihr Bock, ne? Ich hab mich vorgewarnt, ihr könnt mir ja, ey, könnt mir rein gar nichts. Hier, Channel Emote, bitte. Channel. Warte mal, ganz kurz, jetzt muss ich jetzt, da ist schon mega struggled. Wie komme ich hier raus? Ah! Nein, warte, auch gar nicht, Digga, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich aus dem Mord rauskomme. Warte, ich krieg das hin, Leute, ich krieg das hin. Vertraut mir. Ah, hier, Channel Mode, so. Okay, weiter. Also. Ich geb mir jetzt direkt eine Waffenlizenz holen, weil ich bin hier. Ich habe mir noch gar keine Ausrüstung. Ich gehe jetzt erstmal mega intelligent all mein Geld abheben. Also wirklich all mein Geld. Und gehe mir eine Waffe und ein Auto kaufen. So ist der Plan. Ihr seht, Jungs, wenn ihr auf mein Konto guckt, ich habe richtig fett. Alternativ könnte man auch sagen. Ich bin reich! Aber deswegen werden wir jetzt das Ganze alles abheben. Also nicht alles, aber ich hebe jetzt schon mal. Warte. 10, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Ja, das reicht erst, mal. Bekommen. Erstmal Wendungsdank euch. Mann! Ich bin nicht so gut da drin. Ich bin nicht so gut. Ich soll mir erstmal ein Auto. Ich glaube, man kauft sich hier ein Auto zumindest. Ich weiß nur, wo man sich Lizenzen und alles holt. Für Waffen. Wir haben sogar keinen einzigen Spieler getroffen, ne? Geiles RP. Statue. So, hallo. Zeig einen Fuhrpark. Ich habe kein Auto. Ich gehe jetzt erstmal eine Waffe kaufen, Leute. Rolex. Tschüss. Rich my money, Digga. Ui, Digga. Hier ist Polizei. Ich helfe den Leuten. Hallo! Polizei, hier ist eine Schießerei! Gefahr! So, vielleicht hat das tatsächlich wer gehört, denn ich habe gerade gebrüllt. Ist auch vertrauenswürdiger Einblick, man kommt auf den Server. Polizei, überall direkt Schüsse. Hat man richtig Bock drauf, ne? Hat man noch richtig Bock. So, ich gebe mir jetzt eine Waffe käuflich erwerben. Schönen guten Tag. Ich hätte gerne eine Waffe. Falls Sie mich fragen, warum. Ich möchte Menschen hinrichten. Ich möchte Menschen qualvoll niederstrecken. Das ist okay, oder? Das ist okay, danke. Ich komme. 25.000. So. Nehme ich da eine Pistole. Eine Machete. Ich hole mir direkt alles. Leute.
ist das hier? Was ist denn das hier? Kann ich hier rein? Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt erstmal direkt wieder raus. Warte, ich kann mit anderen reden. Wenn wir andere finden, kann ich direkt mit denen reden. Warte. Aber wir haben jetzt erstmal eine Waffe. Geil, Digga. Warte. Ich höre überall Polizei. Ist das Game zu leise? Ich glaube, falls es zu leise ist, ich mach's lauter. Aber ich höre zumindest sogar überall Polizei. Ich gehe jetzt erstmal ganz kurz ein Auto kaufen. Oder ich glaube, ich kann mir das nicht leisten. Ist auch wieder alles kaputt, Digga. Ist auch wieder alles kaputt. Dann werde ich mir ein Match suchen, dann werde ich nicht mit denen unterhalten. Guck, so spreche ich dir. So, schönen guten Tag. Du bist ein KI, deswegen kann ich nicht mit dir reden. Aber ich kann bestimmt deine Scheibe zerschießen. Nein, das wollte ich gar nicht so. Okay, ich bin der Safe, sonst kann ich nicht machen. Das ist traurig. Ich möchte gerne ein Fahrzeug häufig erwerben. Okay, das. Warte. Das Ding kann ich mir nicht leisten. Das Ding, Junge. Ich sehe denn dieses. Ey, imagine. Natürlich 35.000 kostet. Das Ding. We in, boys. Das Ding hole ich mir in. Den hole ich mir direkt. Und da waren wir hier. Den Ford. Warte, ich will den Ford haben. Okay, ich rufe die ganze Karre an. Ich kann mir einfach den und imagine. Ich brauch keine dicke Karre. Imagine, Jungs, der sieht geil aus. Soll ich mir den holen? Ich kann mir auch den hier holen. Warte. Ihr entscheidet jetzt. Oh! Richtige Luxuskarre. Das gucke ich auf YouTube. Das ist auch einfach bei. Also, falls du irgendwie auf YouTube guckst, traurigerweise, der Angriff läuft tatsächlich ganz gut. Du bist ein Loser, wenn du das guckst. Du bist ein Loser. Hey, ich feiere gerade die Karren. Ich fand die Sache echt nice aus. Nee, okay, warte mal. Ich will mal ein bisschen durchgucken, wenn es alle gibt. Okay, das kann ich mir schon nicht leisten. 100.000 maximal. Mehr gebe ich nicht aus. Nee, okay, das ist kacke. Ein Moped hätte ich Bock, aber die Autos nicer. Ich fand bis dahin den Ford am besten, wenn ich ehrlich bin. Ein Opel Corsa, Jungs, ein Opel Corsa. Du hast ein Opel Corsa, Imagine. Nee, oder warte mal, ich will ganz kurz noch den hier gucken, die beiden. Und dann würde ich mir den Ford holen, oder? Also wenn... Okay, Jungs, wir gehen uns den Ford holen, hab ich Bock drauf. Das ist ja auch geil, das kann ich mir euch leisten. LKW, nee. So, also warte, jetzt ganz kurz. Die epische Entscheidung. Den Weg und den nicht. Wo waren das? Hier. Also. Nein, wo waren das Auto? Ich bin verwirrt. Hallo? Ich bin jetzt aber verwirrt schon wieder. Ich weiß, wie das steht. Volkswagen. Ich will jetzt einfach so ein Twingo, Digga, Trauma. Nee, ich kaufe den Ford. Ich muss erst mal kurz finden und dann. Oh, hier oben ist der Mercedes. Wartet. Für meine reicht eine Hose. Danke, Digga. Mercedes? Nee, der sah kacke aus. Den kann ich nicht leisten. Okay, ich gebe mir den Ford und ich sehe den Ford nicht. Ich sehe den Ford nicht. Wo ist der Ford? Nein. Die kann ich mir nicht leisten, bitte. Abo. Ich will ein anderes Auto. Das in meine finanziellen Möglichkeiten reinpasst. Nicht dem wie 4 Millionen. Im Jaguar habe ich auch keinen Bock drauf. Hier der Ford, Leute. Sollen wir uns diese schnieke Karre holen, oder? Passt auf, oder? Lade bitte. Nee, die finde ich nicht so nice. Nein. Ich guck mal ein bisschen durch. Denn wir haben es ja. Davon haben wir relativ viel. Oder? Ich würde sagen die, oder? Die sieht irgendwie edel aus. Die hat zwar. Die kaufe ich mir. Oh, Digga, ist das teuer. Ich glaube, wir sollten eine mit Zundach kaufen, auch wenn das nicht so nice ist. Ich glaube, mit Zundach ist ein GTA schon vorteilhaft. Der ist ein Geländending, die hole ich mir. Hier hinten ganz kurz versuchen. Ah ja, hier ist das Ding. Ich habe natürlich dieses Poesiebuch gesucht. Ich weiß nicht, was ihr jetzt wolltet, ihr Geier. So, also, ich hoffe, es war ein schöner Anblick. Wenn nicht, dann lassen wir nicht drüber reden. Ich kaufe jetzt das Ding. Aua! Danke, wäre cool, gäbe es Sounds, aber Leute, ich habe ein Auto.
Und jetzt gehen wir Leute suchen. Das geht schnell. Ich hab, also ich bin jetzt seit 70 Minuten auf dem Server, hab ein Auto und eine Knarre. Traumhaft. Ich geh mal ganz kurz den Rest einzeln, sonst habe ich Angst, dass ich überfallen werde. Oder wollen wir den Laden direkt ausrauben und dann was machen? Ich werde so begrüßt, Digga. Tut doch einfach weh, ne? Tut doch einfach weh. So. Jetzt gehen wir gleich Leute suchen, die ärgern. In meiner Elend. In meinem edlen Ross. Seht ihr das, Leute? Da ist eine Karre, die hat's gewaschen. Und dann, nee, warte, ich lasse das Geld nochmal kurz. Und, hier. Ja, ein bisschen simpen. Ja, okay, Jungs, dann gehen wir jetzt simpen. Ich weiß nicht. Hallo, kann ich bitte. Ich würde ganz gerne fahren. Danke. Wir müssen dann aber kurz mit dem Steuern vertraut machen. Ich will kurz in den Bekleidungsschiff, damit ich aussehe wie ein absoluter Loser. Hier, direkt bei der Polizeiwache, perfekt. Ich wollte hupen. Ein Glück war, ist kein Polizist hier, das wäre ungünstig gewesen. Wie hupe ich nochmal, Leute? Nee, das Radio, da kriege ich Strike. Leute, wie hupe ich nochmal? Ich habe gar keinen Führer. Habe ich denn. Jungs? Ich habe keinen Führerschein. Das könnte richtig kritisch werden, wenn ich. Wenn die, also, ich glaube, wir sollten auch erstmal einen Führerschein machen, ne? Ich habe gar keinen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Egal. Ey, wenn ich dich aussehe wie ein Normie, halt nehme ich, glaube ich, deswegen nicht an. So der Plan. Guten Tag, ich will nicht mehr aussehen wie ein Normie, weil ich dann von Polizisten umgebracht werde. Warte mal ganz kurz, ich will mal ganz kurz den Team anpassen. Halt. Ganz kurz, halt, nein, bitte, wo ist denn das? Jeden Moment, dann passt das mehr. Hab ganz kurz Geduld, wo bist du denn? Halt. Nein. Ah, mach ich wann anders. Aber ihr wisst, Leute. Der Typ hat den Strike und nun mal raus. Nein, das will ich bitte nicht. Ich will bitte kurz was Cooles. Ich will mich bitte kurz cool einkleiden, damit ich die Polizei nicht für Normie hält und anhält. Ich bin aber ein Normie. Ich will mich doch einfach mal begutachten. Zeige T-Shirt. Ich hätte ganz gern so ein Jackett, wisst ihr, so auf dieser gebildeten Basis. Nein, nicht gut, ich will ein Jackett haben, bitte. Warum geht das da durch? Ich sag's euch morgen. Okay, die Arme sind weg, also akzeptiere ich das doch einfach. Digga, Jungs, ich könnte so ein unnormaler Spaß sein. Guckt euch an. Guckt euch den Typ mal mit. Oh, ich habe mich eine Speicherplatte unangenehm. Warte, ich will mir nur ganz kurz. Jungs, ich brauche eine richtig fette Uhr, damit die alle denken, ich bin reich. Falls man draußen lauscht, da sind wieder Schüsse zu hören. Hier, wenn jemand was sich gerade ändert. Ah, die Schuhe. Warte, wir machen das später. Ich glaube, irgendwie verstehe ich das nicht. Wir machen das später. Wir gehen jetzt erstmal in die richtige Schüssel, damit wir Freunde finden. So der Plan. Lädst du auch Stream Highlights hoch? Hatte ich geplant, aber irgendwie war das komisch, das zusammenzuschneiden. Also ich hatte jetzt, ich weiß nicht genau. Hier sind Leute beim Würfelpark, Leute. Erste Interaktion mit Menschen. Ich muss erstmal auf deinen Teams, glaube ich. Caillou, Digga, was geht? Moin, moin. Hallo? Caillou, Alhamdulillah, was geht, Bruder? Ich küsse deine Glatze. Oh, danke, Digga. Ich küsse deine Glatze, Land. Bleib mal stehen! Ich küsse deine Glatze. Ist das dein Auto? Welches? Geil. Caillou, wie geht's dir? Caillou, wo hast du eigentlich die Schuhe her?
Kaio, kauf dir mal neue Schuhe, dann. Die darf man hier im Stadt nicht haben. Okay, entschuldige, entschuldige, wusste ich nicht. Die, die Schuhe darf man leider nicht im Stadt haben. Sicher? Kauf dir neue Schuhe. Die sehen ziemlich komisch aus. Mach ich, Boss. Ja, ich wollte doch etwas. Und kauf dir Haare, aber wenn du Glatze haben willst, dann bleibst du Glatze. Okay, gut, ich kaufe. Hallo, can you read? Can you read? Can you read? Hallo. Let's go, mach deine Kusch auf, dann schießen wir die ab. Ich fasse deine Glatze an, dann. Ja, mach doch. Bitte darum. Du schützt dir mal ein paar Haare wachsen lassen. Der hat gerade noch geredet. Wenn du in 5 Sekunden nicht antwortest, dann gibst du mir die Erlaubnis, dich zu töten. Hallo, ich rede doch. Walla, ja, der macht Mundbewegungen. Ja, der redet. Doch. Du musst ein bisschen lauter reden. Jungs, ich rede. Du Macken zeigen. Schwingungssätze, sonst würde es nichts. Und dein Gusch und Kiefer in Bewegung setzen, sonst würde er nichts mit reden. Und sie sollten sich vielleicht die Schachschuhe ändern. Ich glaube, wir sollten hier ganz schnell weg, sonst bringen wir uns auch einfach um. Ich gehe jetzt einfach. Oh Gott, Jungs, die verfolgen uns! Weg hier! Weg hier! Ich bin nicht jetzt, ich bin nicht als Fahrer unangenehm. Let's go, Jungs, es ist uns hinten drauf. Komm. Setz okay, also. Let's go, Jungs, wir gehen. Gut, ich bin jetzt. Fahr über die Autos. Mit Caillou auf dem Trip. Ich bin jetzt nicht mehr der Fahrer. Caillou, was geht? Gang, Gang, Mr. Luke Member. Bist du besoffen? Das Trauma für euch wirklich. Jungs, ich geh schlafen. Ciao. Aber ich glaube, ich war gerade noch. Die haben mich auch eben noch gehört. Warum melden mich jetzt nicht mehr, Digga? Eigentlich, ich trau mich nicht, den kommt zu klein, Digga. Also einfach. Ja, weil echt, ne? Yo, die Fanclub. Ich guck jetzt einfach, was passiert. Ich habe keine Fahrerlaubnis. Ey, Caillou, kannst du jetzt reden? Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Caillou, hallo. Ich rede die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr kann es sein, dass du deine Stimmwelle ein bisschen zu niedrig hast? Oder nicht aktiviert hast? Doch, Jungs, ich rede mit euch. Real Talk. Ich gehe mal ganz kurz in deren TS-Sekunde. Das hätte ich früher machen sollen. Ich habe jetzt über Ingame mit denen geredet, aber warte mal, ich gehe ganz kurz in deren Teamspeak. Hallo. Warte. Wo ist das Auto, ja? Was ein Dieb. Was ein Gangster. So, hier, ich bin drinne. Ich muss sagen, deine Glatze gefällt mir schon richtig gut. Okay, Channel switched. Danke, Digga, fürs Kompliment mit der Glatze. Bruder, ich glaube, du hast dein Stimmbänder ein bisschen niedrig. Digga, was ist denn? Sprachchat aktiviert. Eingabe. Zum Sprechen drücken. Ja. Das Mikro war falsch ausgewählt. Hört ihr mich wieder? Ah, Bruder, was geht? Entschuldige, hat was falsch gemacht. Ah, wir sind runter mit dir gecruised, ja? Wie schaust du nichts an? Ich kann mir nichts leisten, tatsächlich. Ah, scheiße, Mann. Das anfangs war gratis. Trauma. Haben du noch dein Startgeld? Also deine Einreisegeld? Ja, aber ich werde mich später. Ich werde mir später neue Klamotten zulegen. Ich will erstmal die Stadt angucken. Ja, du musst ihn aber ein bisschen Haare wachsen lassen. Sonst wirst du wie Michael Jordan. Es wird kalt, es wird langsam Winter. Es wird ziemlich kalt, auch mit T-Shirt und sowas. Ich hab's auch seit der Null, aber. Jo, ich hab wenigstens Zutaten. Da wäre ich mir auch sowas derartiges zu geben. Wo haben du das Auto her? Abgezogen? Das hab ich gekauft. Das hast du gekauft? Ja. Aha, wie viel hast du bezahlt? Hallo! Schönen guten Tag! Tschüss! Tschüss, chill mal! Hi. Jungs, das Auto ist neu. Wo kann man das Auto hier kaufen? Bitte? Wo kann man das Auto hier kaufen? Da beim Outlander, der direkt der groß hier in der Nähe. Wie viel hat das gekostet? 60.000. Spür? Ja, wirklich. Ah, ich geh direkt mal gucken, Digga, perfekt. Danke. Ey, direkt werde ich mein Auto beneidigen. Warte, ich tanz mit. Warte mal, wie mache ich das nochmal hier? Warte, Jungs, ihr seht schon. Ich bin hier richtig drin, Digga. Seht ihr das hier? Das perfekte Team. Leute, seht ihr das hier? Das nenne ich Skill. Ich weiß nicht, was ich hier tue, aber irgendwas tue ich ungefähr. Linda, hi! Entschuldigung, ich hatte gerade eben nicht in den Chat geguckt. Frag sie mal. Frag
Mal, wo sie ihr Crack. Siehst du meinen Arsch wackeln? Wild, oder? Ich hab eine Frage. Ah! Wo ah, frech! War doch gerade die Polizei? Oder nee? Trau mich nicht, diese Frage mit Crack, wo ich die Crack nicht fähig bin. Ich krieg total soziale Verhebungen. Digga, ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich wollte eigentlich Führerschein machen. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach weg. Warte, ich chill mal ganz kurz das hier Boot. Jo, ich würde mal gleich Führerschein machen gehen. Also müsste ich dann schnell mal weg, ne? Bruder, da vorne steht FAB-Typ, ne? Der. Achso. Das ungünstig. Ja, jetzt bin ich am Arsch. Nee, das hat er, ich habe doch hoffentlich nicht gehört. Du bist am Arsch, Junge. Du bist einfach am Arsch. Bruder, du musst los, ne? War schön mit dir. Kuss. Wir sehen uns bestimmt. Ich hoffe doch. Warte, ich will keinen Fahrfehler machen. Ich habe Angst. Nein, ich halte mich an die Straßenregeln. Ich habe Furcht, dass die Polizei mich anhält. Warte. Okay, jetzt scheiß drauf, Digga. Weg hier. Ganz schnell weg. Ganz schnell zur Fahrtraining. Oh, Digga, ich bin total angespannt. Er hat es nicht gedacht. Ich bin mein GTA Roleplay angespannt, Leute. Lauf, Maus, lauf. Oh, geil, Digga. Oh Gott. So, ich geh jetzt nach vorne in die Lade, dann mach ich Führerschein, damit die Polizei mir nichts kann. Ah, Digga, diese Karre ist jetzt schon putt. Ich glaube, man muss tatsächlich nicht muss irgendwas anhören dafür. Ja, man sieht tatsächlich Regeln im Straßenverkehr, ich weiß aber nicht. Wild, nö, danke Marlon. Also mir macht's gerade schon Spaß. Auch wenn ich gerade wirklich nichts verstehe. Ich glaube, ich müsste irgendwas Episches machen. Ja, man kann reparieren. Ich bin aber wirklich komplett neu hier. Ich weiß gar nichts. Ja, ich kaufe mir erstmal ein bisschen. Ich kaufe mir Rosen, um zu simpen. Kugelsichere Weste kaufe ich mir mehrere. Weil ich habe. Ne? Handy. Funkgerät, oh geil, Funkgerät. Bohrer kaufe ich mir auch. Kaufe ich mir ein bisschen Wasser. Und Brot, ich muss davon was leben, ne? So. Ne, bitte nicht. Ich warte mal, wie komme ich ins Inventar? Sekunde. Doch, das ist mein Inventar. Seht ihr, Jungs, wie viel Geld ich habe? Benzinkanister und so habe ich alles. Ich habe Pistole hier, kugelsichere Weste. Ich kann mir benutzen. Jungs, seht ihr diesen Typen? Wilder Style, oder? Der ist wild unterwegs. Ich glaube, ich zeige gleich meine Internetfreunde nach 3 Jahren das erste Bild von. Das wird episch. Ich bin nervös, fühle. Aber wie kein Ausschuss schreibt, ich kenne seit 3 Jahren. Das wird nichts ändern. Also das ist schon, du weißt, was ich meine. Aber, ne? Ich habe gerade eine ganz dumme Idee. Soll ich mein Geld kurz einzeln und dann einen Überfall machen? Soll ich den Typen ausrauben? Ich glaube, ich gehe ihn jetzt ausrauben. Hat ja nur mal Bock zu, Digga. Ja, man kann es reparieren lassen, aber ich glaube, das sollte ich auch machen. Aber ich muss erstmal einen Überfall begehen. Ich pass auf, wenn die Polizei ist, dass ich hier nichts mache. Ich habe echt Schiss, weil ich habe keinen Führerschein. Ich habe echt keinen Bock, jetzt schon direkt in den Knast zu gehen. Jungs, ich weiß, ich bin echt lower Spieler. Ich bin echt nicht gut da drin. Ich habe gerade ein Cringe-Prien-Trophy meiner Among Us-Video gesehen. Leute, ich glaube, du gibst richtig Mühe fürs Video, ne? Feier ich. Entschuldigung! Ich war gar nicht schuld, aber ich habe trotzdem Schuld gelassen, damit er mich nicht erschießt. Auf das Video freue ich mich echt. Desto cringer, desto besser, sage ich immer. Habe ich noch nie gesagt, aber stimmt auch nicht. So, Leute, seid ihr bereit, dass wir jetzt einen epischen Überfall begehen? So. Einzeit, ich höre schon wieder die Schüsse. Ich will bitte alles einzeigen.
Warum hab ich Bargeld, weil ich die ganze Zeit in mein Inventar komme? Nein, bitte, ich will diese 45.000 bitte einzahlen. Die 300 Euro kann ich lassen. Ich will bitte 45.000 einzahlen. Hallo? Danke. 45. So gut, Jungs, jetzt seid ihr bereit für den epischen Überfall. Sogar mehr Cringe als dein Halbkreis, Digga. Ich glaube, da ganz vielleicht nur. Ganz vielleicht. Ich brauche auch gar nicht mehr nach, ich gehe jetzt in den Laden ausrauben. Ich glaube, die Polizei ist total überfordert, Digga. Ein RP-Server, um Träume des realen Lebens wahr werden zu lassen. Mann, die kaufen Autos und Führerschein. Erst Amtsanhörung, Überfall. Imagine, ne? Ich hab voll Angst, dass du viel Zeit hast, Digga. Dennis! Servus. Ich bin ja recht und jetzt bin ich gespannt. Was hat sie gesagt? Warte, ich muss, Leute, jetzt bringt meine Maske. Ich muss mich kostümieren. Sonst wissen die, wer ich bin, Leute. Jetzt! Die haben keine Chance und die wissen nicht, wer ich bin. Jetzt passt eine Musik rein und jetzt gibt es einen unnormalen Überfall los. Seid bereit? Und warte, die Musik brauche ich noch gar nicht. Der Laden auch, ist down, also weiß ich. Habt ihr einfach nicht gesehen, Leute. So, ich bin jetzt, warte. Ich klapp die noch hoch. Noch muss ich, jetzt. Leute, seid ihr bereit für den epischen Überfall? Denn ich glaube zumindest, dass ich überfalle. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich hab echt Angst, dass ich direkt reinsacke. Und sei jetzt hier. Weil wir müssen die Fluchtkarre episch parken, dass wir direkt raus können. Dass der Typ keine Chance hat. Okay, so. Und jetzt, Leute. Jetzt wird ernst, Digga. Aber stimmt, ich brülle ja, ne? Falsche Musik. So, Leute. Bereit? Warte, ich geh erstmal. Hallo, ja, gut. Servus, ne? Ich muss mal kurz hier hinten. Ich glaube, ich kann hier lieber verzahnen. Oder beginnen. Ich raub mich jetzt aus. Okay, warte. Ladenraub. Was Ladenraub? Hallo? Geld her bitte. Hallo? Wie raub ich Laden aus, Jungs? Wie mache ich das? Ladenraub. Ich habe noch 190 Sekunden übrig. Warte, wie mache ich das? Ich weiß nicht, wie das geht. Ist das cringe? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Kann ich mit? Was mache ich denn? Hilfe! Ist gut. Okay, gut. Wie mache ich das? Abbruch, Leute. Wie mache ich das? Wie raume ich den Laden aus? Hallo, ich möchte sie gerne ausrauben. Ich bedrohe sie. Hallo? Also ihr seht, ihr habt noch 140 Sekunden. Wir finden jetzt erst halt raus, wie mein Laden ausraubt und dann geht's los, okay? Hier. Nee. Hey, hat keinen Zweck mehr in den Laden umstellt. Komm jetzt raus. Rein, drei. Ich komm raus, alles gut, ich komm raus. Mit der erhobenen Händen da, gell? Alles. Kingstrasse. Komm, also bitte raus. Ich komm. Der Lade ist umstellt, komm jetzt mit erhobenen Händen raus, hoch. Wunderbar. Wunderbar, jetzt die Hände hoch. Bloß nach oben, bitte. Muskel links neben eins. Sekunde, jeden Moment. Links neben der 1, der Muskel. Dankeschön. Neu, der falsche. Links daneben. Ich krieg dich hin, aber ich hab meine Hände, du, entschuldigt. Ja, warte, ich muss hinter sie. Wenn sie jemand zur Seite, bitte. Danke. Wunderbar, ich werde sie noch einmal untersuchen. Oh je. Scheiße, Jungs! Scheiße, Mann! Was mache ich jetzt? Hola, Herr Panzerstahl. Einen wunderschönen guten Tag.
Was machen Sie hier? Nehmen Sie den fest? Polizei, ja. Übernimmt ihr den? Auch so. Ja, können wir machen. Wunderbar. Also haben Sie, was haben Sie denn angestellt hier? Er hat das ganze Programm aus dem Waffenladen. Geil. Ist da noch, hat er einen Waffenschein? Weiß ich nicht, müssen Sie schauen. Ich hab keinen Waffenschein. Ich kann nichts machen, ich kann nicht. Ich geht das Ihnen heute? Ich hab keinen Schiss, Digga. Können Sie hier bitte abhauen? Nein, ich red kurz mit ihm, okay? Nein. Wie geht es Ihnen heute? Sie nicht. Gar nicht so gut tatsächlich. Gar nicht so gut. Ach, warum denn? Weil ich wollte diesen Laden ausrauben, aber ich hab's auch einfach nicht hinbekommen. Und da war stand die Zeit schon da. Können Sie einmal bitte hier weggehen? Nein, ich bin der Anwalt. Gehen Sie weg! Ich bin ein Anwalt. Gehen Sie weg oder wir nehmen Sie jetzt auch fest. Sie können den Herrn Panzerstall fragen. Nehmen Sie ihn. Fragen Sie den Herrn Panzerstall. Gehen Sie oder wir nehmen dich jetzt fest. Ja, jetzt kannst du. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Es hat gar nicht geklappt. Es hat gar nicht geklappt. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt bei mir? Warten Sie mal. Was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt mit mir? Kann ich, bin gefesselt, ich kann gar nichts machen. Sie haben das Recht zu schweigen, alles was Sie sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sie haben das Recht, diesen bei jeder gerichtlichen Vernehmung zu nehmen. Da sich kein Richter im Staat derzeit befindet, übernimmt die Polizei die Judikative. Haben Sie so die Rechte verstanden, die ich zu Ihnen vorgetragen habe? Ja, das habe ich verstanden, aber Sie haben einen Anwalt weggeschickt. Ja. Ist er offiziell Anwalt? Stimmt. Ich möchte ja, ich hab den mal noch nie gesehen. Aber der hat mir sehr vertrauenswürdig Eindruck gemacht. Oh Gott, Jungs. Es ist vorbei. Ich kann nichts machen. Ich bin bewegungsunfähig. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, Jungs. Ich kann nichts machen. Ich kann nur reden. Ich will kommen. Das ging gar nicht. Und ich hätte einfach rennen sollen. Ich dachte, die kommen nicht. Und Leute, ich hab direkt neben die her. Hier ist die Polizei einfach. Und einen Meter weiter ist der Laden. Ich hab so reingekackt. Das war ganz scheiße. Jetzt geht's aber knarsch. Ich kann nicht rennen. Ich kann nichts machen. Ich dachte, ich kann nur rennen. Sonst hätte ich jetzt einfach geschossen, Digga. Scheiße. Ja, sag mal. Ich hab leider keine passende Musik jetzt, aber. Wir können die Handschuhe abmachen, ich kooperiere. Ich laufe mit ihm. So, jetzt besser. Hör ihr mich? Oh Jungs, ich will nicht in Knast. Oh nein! Das hat gar nicht gut geklappt. Ich kann nichts machen. Oh, scheiße, Mann. Oh, Jungs, ich liege auf... Jungs, Guantanamo Bay, Digga. Ich werde einfach über die Knie geschliffen. Oh, ey, schöne Zelle, Memo, guck mal. Ich leg dir jetzt Fußfesseln an. Okay. Du kannst uns nicht treten und nicht abhauen. Hab ich nicht vor, ich werde kooperieren. Ich werde alles machen. Das alles, ist auf jeden Fall eine Strafminderung. Ist doch schön. Macht ihr. So. Das ist so ein bisschen Fan. Ich hab die Clip, ich werde direkt einblenden. Sind Sie jetzt frei? Ja, das ist so cringe. Was mache ich jetzt, Leute? Was mache ich jetzt? Scheiße. Wie lange bleibe ich jetzt so hier? Also wie lange gewahrsam bleibe ich? So, haben Sie noch irgendwelche spitzen Gegenstände bei sich? Durchsuch sie mal, wenn es. Ich meine nicht, passt. Aber ich kann für nichts bürgen, aber ich glaube, ich habe nichts bei mir. Ich bin so nervös. Ich wollte zur Polizei gehen, das erste Mal, ich war voll in den Laden und komme knascht. Das wird gar nicht die Polizei, das wird gar nicht gut laufen. Oh, scheiße, Mann. Was mache ich jetzt? Jungs, guck mal auf meine Bank. Ich habe minus 6.000. So. Haben wir alles abgezogen. Wie ist denn Ihr Vor- und Nachname? Mein Vorname ist Schimmelkäse Schwammkopf. Schimmelkäse Schwammkopf ist mein voller Name.
Schwammkopf. Schwammkopf, ja. Könnten Sie mir einen Ausweis geben? Obwohl, es geht gerade schlecht, weil Sie gefesselt sind. Ne? Das ist richtig. Ich weiß auch nicht mehr, was. Vielleicht kommt einer vom FAB, hoffentlich. Ich weiß gar nicht, wie man den Ausweis gibt. Ich weiß das gar nicht. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich hab mich ein bisschen informieren sollen, bevor ich einen Laden ausrauf. Ich hab ja nichts. Schwammkopf. Bei mir steht aber. Oder? Kann auch sein, dass ich einen anderen Namen habe. Ich zieh mal ihren Ausweis aus der Tasche, ja? Ja, klar. So. Ich kann nicht, ich habe einmal Geld gespendet. Matti gespendet. Schimmelkäse. Ist das cringe. Oh Mann, ich wollte doch einfach. Guck durch diesen traurigen Blick an, er wollte doch einfach nur gewinnen. Seht ihn. Er wollte einfach nur gewinnen. Und jetzt ist er hier. Oh Mann, Digga. Ich würd's auch nicht. Versuch's zu bewerben. Ich hätte mal eine ganz andere Frage, die passt, ist jetzt eventuell etwas ungünstig. Hört er mich? Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Was? Ich hätte eine ganz andere Frage. Die ist jetzt etwas ungünstig, aber wie kann man sich denn bei der Polizei bewerben? Ich weiß, es ist gerade ungünstig. Sie haben gleich eine Strafakte, deswegen wird es leider nichts mehr. Kann man sich dann nie wieder bewerben? Oder muss man dann eine Zeitdingsen absitzen? Naja, dein Bruder könnte sich bewerben, ne? Aber, also ich könnte mich nie wieder, egal was ich mache, auch wenn ich alles mache. Nee. Alles Sie haben machen. Dann eine Akte. Das ist doof. Aber okay, gut. Oh nein! Oh nein, Leute! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Ich kann nie mehr zur Polizei. Es ist einfach vorbei, Digga. Es ist einfach vorbei. Ich dachte, ich mach's so cool. Yay, Leute. Ist doch Mr. Funny, oder? So, ich schau jetzt nach, ob sie eine Strafakte haben. Ich glaube nicht. Ich sollte noch nichts Illegales getan haben. Es ist vorbei, Leute. Ich wollte nur Polizist werden. Haben Sie wirklich nicht? Ich war bis gerade eben ein vorbildlicher Bürger. Da ist irgendwas mit mir durchgebrannt. Es tut mir wirklich leid. Aus welchem Grund haben Sie es denn gemacht? Na, wissen Sie, ich hatte tatsächlich erhebliche Schulden. Ich hatte mich des Glücksspiels hingegeben. Und irgendwie muss das wieder raus. Glücksspiel, also. Ja, wegen der Familie, wegen der. Ja, ich muss irgendwie meine Kinder ernähren. Das ist. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es war dumm. Ja, ich verstehe. Geldnöte in Kombination mit Alkohol führen zu dummen Dingen. Ja. Meine Frau schlägt mich. Wissen Sie, meine Frau schlägt mich auch. Deswegen, wenn ich kein Essen bringe, dann schlägt sie mich. Deswegen, ich hatte fast keine andere Wahl, dachte ich. Es tut mir leid, es war dumm. Ich werde es nie wieder machen. Ja, Sie müssen so oder so ins Gefängnis. Ja, ich weiß. Ob Sie jetzt Ihre Strafe einsehen oder nicht, Sie müssen ins Gefängnis. Einen wunderschönen. Einen wunderschönen. Könnten Sie den bitte entfesseln? Ja. Es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, wie ich reinzeige. Machst du jetzt frei, wenn wir Faxen machen?